Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute gibt es mal keinen Fall, den ich vorstellen möchte. In diesem Video möchte ich mal ein bisschen so auf Fragen eingehen, die in letzter Zeit aufkamen. Dann dementsprechend eben nochmal ein bisschen euch darüber informieren, wie es mit dem Kanal weitergeht, wie es mit dem internationalen Kanal weitergeht. Und so weiter und so fort. Ich habe gemerkt, dass ihr doch einige Fragen habt. Und ich komme momentan einfach nicht großartig dazu, die Kommentare zu beantworten. Ich lese die Kommentare alle. Ab und zu, wenn es ganz dringlich ist, beantworte ich die auch. Aber ich schaffe es meistens zeitlich einfach nicht. Der Hintergrund ist, weil die Produktion dieses Kanals beziehungsweise der beiden Kanäle natürlich ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Ihr seht ja, mittlerweile produziere ich jetzt auf dem Hauptkanal, sagen wir mal, 4 bis 5 Videos pro Woche. Und bei dem internationalen Kanal werde ich jetzt auch wieder verstärkter anfangen zu produzieren. Warum das ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, erkläre ich euch gleich auch eben. So eine Videoproduktion, sagen wir mal, mit Beginn der Recherche und bis der Clip dann tatsächlich online ist, sind das Arbeitsstunden pro Video zwischen 5 und 7 Stunden. Dann ist es so, dass ich aktuell noch einer anderen Arbeit nachgehe, die ich jetzt aber demnächst aufgeben werde, damit ich mich voll und ganz auf diese Projekte konzentrieren kann. Also ich merke nämlich einfach, mittlerweile komme ich da wirklich an so ein zeitliches Limit. Die Arbeit und dann YouTube, das ist zeitlich nicht mehr zu machen, weil ich mache den Kanal im Prinzip, wie ihr wahrscheinlich wisst, komplett alleine. Außer, dass ich Stefan Allgäuer als Moderator in den Live-Chats habe. Und da bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar, dass er immer in den Live-Chats anwesend ist und für euch da ist. Ich bin zwar meistens auch noch da im Hintergrund, ich schaue aber meistens nur, dass es halt technisch alles sauber läuft, dass ich nicht eventuell vielleicht irgendwie einen Bug in dem Video habe, dass ich dann das Video schnell entfernen muss, um es dann nochmal neu hochzuladen. Das schaue ich dann meistens nochmal. Es hat ja neulich dann so die ein, zwei kleine Bugs gegeben. Einmal war beim Intro nicht zu sehen, es war nur der Ton zu hören. Und dann fehlte die Hintergrundmusik. Und was hatte ich noch? Ja, einmal habe ich dann hier mit dem Programm experimentiert. Und da war die Tonqualität sehr mies, was ich aber auch erst nachher im Nachhinein festgestellt habe. Weil die Tonqualität, wenn ich das jetzt hier aufnehme und mir dann anhöre, und die Tonqualität auf YouTube ist dann nochmal eine ganz andere. Und als ich es hier aufgenommen und mir abgehört habe, war es okay. Da wollte ich einfach mal gucken, wie eure Meinung dazu ist, weil ich da eben so eine Rauschunterdrückung nochmal eingefügt habe. Aber das war dann halt nicht so toll. Ich fand es selber auch nicht spitze. Und ich bin dann halt auch immer sehr dankbar, wenn da dann solche Kommentare kommen, dass der Ton schlecht war. Weil dann weiß ich, der Ton war schlecht. Und das werde ich beim nächsten Mal abändern. Und wenn von euch nichts kommt, in dem Falle, dann denke ich mir, okay, es scheint für euch okay gewesen zu sein. Also das heißt, wenn irgendwas ist, wenn im Gegensatz, wenn irgendwie die Hintergrundmusik fehlt, wenn dementsprechend der Sound schlecht ist, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Darüber bin ich nicht böse, sondern darüber bin ich in Anführungsstrichen froh, weil dann weiß ich, dass in dem Video irgendwas falsch gelaufen ist. Dann die Frage, warum hat es in letzter Zeit so wenig Videos auf dem internationalen Kanal gegeben? Einmal war der Hintergrund, dass ich mich hauptsächlich auf diesen Kanal konzentriert habe. Und bei dem internationalen Kanal war es halt so, wenn ich Videos hochgeladen habe, gab es dann immer Probleme mit der Monetarisierung. Und Monetarisierung heißt dann halt einfach nicht nur, dass kaum Werbung eingespielt wird. Das hat auch folgenden Hintergrund, dass dann dieses Video euch nicht so präsentiert wird. Ihr kennt es ja, dass hier auf dem Hauptkanal einige Leute dann beklagen, sie haben abonniert, sie haben die Glocke aktiviert, aber sie kriegen das Video im Newsfeed nicht angezeigt. So, und wenn die Monetarisierung nicht voll durch ist, dann passiert eben Folgendes,
dann wird dieses Video auch nur ganz, ganz wenigen Leuten vorgeschlagen. Und das ist natürlich einmal schade für euch, ihr bekommt das Video nicht angezeigt. Und für mich ist es halt auch frustrierend, weil ich mir dann natürlich die ganze Arbeit mache und ich bekomme dann relativ wenig Views darauf, was im Nachhinein wieder dazu führt dann bei YouTube vom Algorithmus her, dass der Kanal dann im Algorithmus nach unten gerankt wird und generell die Fälle weniger oder die Videos weniger vorgeschlagen werden. Und das ist natürlich weder in meinem Sinne noch im Sinne von euch oder im Sinne von neuen Zuschauern, die diesen Kanal noch gar nicht entdeckt haben. Aber wie ihr gesehen habt, haben wir da jetzt ein neues Video gehabt. Das hat jetzt ungefähr 5-6 Tage jetzt in Anführungsstrichen bei mir rumgelegen, bis YouTube das dann einmal so komplett freigegeben hat. Dann noch einmal das Thema mir Fälle vorschlagen. Also Fälle vorschlagen bitte immer nur per E-Mail. Die E-Mail ist unter den Kanalinfos zu finden, habe ich aber jetzt seit neuestem, da viele das nicht finden konnten, jetzt auch immer einmal in den entsprechenden Videos in der Beschreibung hinterlegt. Hintergrund ist, wenn ihr mir das per E-Mail schickt, dann kann ich mir das auch zumindest zur Seite legen, auch wenn ich da nicht gleich drauf antworte. Wie schon gesagt, das ist im Prinzip hier ein Ein-Personen-Unternehmen und da kann ich leider immer nicht so schnell auf so viele Sachen reagieren. Also schickt mir ruhig dementsprechend Fallvorschläge. Ich habe zum Glück nicht die Problematik, dass ich keine Ideen für neue Fälle habe, denn dafür gibt es genügend. Aber trotzdem kenne ich natürlich nicht alle Fälle, also von daher ist es trotzdem super, wenn ihr mir per E-Mail da was rüberschickt. Und dann bitte nicht böse sein, wenn ich nicht gleich reagiere. Es ist sehr unterschiedlich. Es kann sein, dass es mehrere Wochen dauert, bis dann mein Video produziert wird. Teilweise kann es aber auch sein, dass das eben nur ein paar Tage dauert, weil wir hatten auch schon den Fall, dass mir irgendjemand einen Fallvorschlag geschickt hat mit entsprechendem Zeitungsmaterial, was er noch hatte. Und ich war im Prinzip eh gerade dabei, dazu dann ein Video zu machen. Das kam natürlich dann wie die Faust aufs Auge. Und hatte dann dementsprechend nach ein paar Tagen schon das Video fertig und es war online. Dann den nächsten Punkt, den ich einmal ansprechen möchte, das ist ja die Geschichte mit dem Fundraiser, die ich jetzt momentan mache, dass ich halt dementsprechend Gelder sammle für Soydogs im Moment. Und es ist halt so, das ist eine Möglichkeit von YouTube für größere YouTuber, das heißt, die mindestens 10.000 Abonnenten haben, sich aus einer großen Liste Organisationen, wohltätige Organisationen rauszusuchen und für denen Geld zu sammeln. Um es eben nochmal ganz klar darzustellen, ich bekomme von diesen Spenden natürlich überhaupt kein Geld, 0,0 Euro, sondern ich stelle halt einfach nur eben die Möglichkeit zur Verfügung, da Gelder zu sammeln. Und Soydogs habe ich halt ausgewählt, weil das ist ja auch hier in Thailand und ich kenne auch diese Organisation sehr gut, die sehr verantwortungsvoll mit dem Geld umgeht und auch wirklich immer sehr, sehr sinnvolle Projekte hat. Eben jetzt momentan wird halt dafür gesammelt, dass man Katzen und Hunde, die auf Straßen leben, kastriert, damit die sich nicht weiter vermehren. Und das ist halt ein immenses Problem hier in Thailand. Und von daher war mir dieses Projekt auch sehr, sehr wichtig. Jetzt mag vielleicht bei dem einen oder der anderen die Frage auftauchen, ja, du wirbst doch ansonsten immer für The Man That Rescues Dogs. Wieso sammelst du nicht für die? Das hat einen ganz einfachen Hintergrund, weil die dementsprechend nicht so einen Fundraiser eingestellt haben. Ich habe jetzt neulich nochmal mit einem von denen geschrieben, das ist also auch ein Freund von mir. Den habe ich nochmal angeschrieben, allerdings erst jetzt, weil der Hauptmensch, der Michael G. Baines, in den letzten Wochen, als ich in Deutschland war, war er in Schweden und da hat sich das so ein bisschen überlappt, aber den habe ich jetzt angeschrieben, ob er nicht auch mal dann Fundraiser machen könnte und ich dann auch gerne für ihn sammeln möchte. Also nicht, falls da irgendjemand denkt, dass es zwischen mir und The Man That Rescues Dogs irgendwelche Problematiken geben sollte. Absolut nicht. Ich wünsche mir auch, dass wenn ihr euch für diese Projekte interessiert,
einfach mal auf seinen Kanal geht, abonniert und mal das eine oder andere Video anschaut. Und denn er kämpft noch ein bisschen um die Monetarisierung und von daher braucht er halt noch Viewzeit. Von daher wäre es super, wenn ihr euch das einfach mal ein bisschen anschaut. Aber nur, wenn es euch interessiert, wie schon gesagt. Wenn es nicht so interessiert, der braucht sich das nicht angucken. Und der braucht mir auch keine bösen Kommentare reinschreiben, warum ich halt für eine Organisation in Thailand oder Organisation in Thailand sammle. Das hat schon seinen Hintergrund. Ich weiß, dass es auch in Deutschland sehr viele Tierheime gibt, die Geld brauchen. Aber die Situation in Thailand ist also ungleich schlechter, wesentlich schlimmer. Und von daher sammle ich dann hier auch ganz gerne und dann dementsprechend eben wie die Organisationen, die ich kenne. Und bei The Man That Rescues Dogs kenne ich halt den Founder eben persönlich. Wir sind Freunde und da ist das Geld, genauso wie bei Soy Dogs, super angelegt. Es kommt den Tieren zugute und geht nicht in irgendwelche anderen Gehälter, teure Autos oder wie auch immer. Tja, und dann hat euch ja wohl dieses Video oder dieser Talk von mir zu meiner Rückreise von Deutschland bzw. die Niederlande nach Thailand sehr gefallen. Ihr fandet es wohl alle sehr lustig. Ja, wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, finde ich es auch relativ lustig. Ich habe sogar noch eine lustige Pointe vergessen. Und zwar war es halt so, man muss ja jetzt, wenn man fliegt, diesen Impfnachweis haben. So, und in Thailand gibt es halt die Möglichkeit, entweder sich so ein Impfbuch zu holen oder das eben auf einer App. Gut, für dieses Impfbuch, das war wieder so ein Verwaltungsaufwand, da musste man wieder da irgendwo hinfahren. Dann hat das wieder ewig gedauert, bis man das bekommen hat. Und dann habe ich davon abgesehen, dann habe ich einfach diese App genommen. Ja, die funktioniert in Thailand auch super, da konnte ich das immer aufrufen. Ja, und dann 2 Tage, bevor ich dann wieder nach Thailand fliegen wollte, habe ich das dann nochmal mit der App in Deutschland ausprobiert. Tja, und wunderbar, sie funktionierte nicht. Das heißt, ich konnte sie nicht richtig aufmachen. Dann einen Tag später ging sie dann auf, aber ich konnte nicht darauf zugreifen, auf meine Impfinformationen. Ja, war ganz großes Kino, dachte ich mir, na, das könnte auch wieder ein Problem nach sich ziehen. Und ich hatte mir aber zum Glück ein paar Screenshots gemacht. Das heißt, dass zum Beispiel der Impfnachweis ich da anzeigen konnte. So, nachdem ich ja so gepflegte 2 bis 3 Stunden in der Check-In-Schlange da gewartet hatte, näherte man sich dann ja dem Check-In-Schalter. Und dann wurden wir erstmal von einer Frau gefragt, online schon eingecheckt? Ja, nein. Also dann eine andere Lane. Und Impfausweis vorhanden. Also, ich sage, Impfausweis, ja, seine App funktioniert nicht, ne? Ich sage, ich habe ein paar Screenshots gemacht. Die guckte sich das an und sagte, ja, alles schön und gut, müssen wir gucken, ob das gleich am Counter, also am Check-In-Schalter auch akzeptiert wird. Ich dachte, Das Glück war, in Anführungsstrichen, da waren natürlich jetzt auch andere, die eben diese thailändische App hatten. Also insgesamt waren es um mich herum noch 3 weitere Personen. Und bei denen lief dann diese App auch nicht. Die hatten genau das gleiche Problem. So dass wir dann, oder dass ich dann dadurch auf jeden Fall Glück hatte, dass ich am Check-In-Counter habe denen dann halt diese Screenshots gezeigt. Gucken erst ein bisschen skeptisch und habe dann aber gesagt, guck mal, der da, die haben alle diese App und diese App können wir nicht aufrufen. Wir sind alle dementsprechend geimpft, aber die App ist halt im Arsch. Funktioniert halt wohl anscheinend außerhalb Thailands nicht so richtig. Ne? Ja, das haben sie dann zum Glück akzeptiert und konnten dann halt ja doch fliegen. Aber das war dann auch noch so ein kleiner Faktor, den ich komplett vergessen habe beim letzten Video zu erzählen. Es war also einfach hoch. So nachdem, wie ich die Zuschauerzahlen da gesehen habe, stellt sich für mich natürlich so ein bisschen die Frage, habt ihr jetzt erstmal auf diesem Kanal dann und wann auch nochmal Interesse an weiteren Stories aus Thailand, vielleicht auch an Videos, weil ich hatte ja geplant, in naher Zukunft auch nochmal so einen anderen Kanal über Thailand zu machen. Das schaffe ich momentan aber zeittechnisch nicht. Aber es wäre durchaus möglich für mich, so zwischendurch vielleicht
alle zwei Wochen oder einmal im Monat Video zu machen hier über mein Leben in Thailand. Das könnte ich dann halt dementsprechend auch hochladen. Würde natürlich bedeuten, dass auch nicht weniger Kriminalfälle hochgeladen werden. Das wäre dann halt nur ein Zusatz. Nicht, dass irgendjemand jetzt denkt und deabonniert, sagt, oh Gott, jetzt kommt nur noch Kram aus Thailand, wollen wir gar nicht sehen, weil ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Rate da ist, wer das sehen möchte. Also ich würde es ganz gerne machen, wenn ihr Interesse daran habt und dann einfach, dass ihr vielleicht auch nochmal das eine oder andere halt versteht, wenn ich über Thailand rede, wie das Ganze zusammenhängt. Ich weiß auch, dass ich einige thailändische Zuschauer habe, wo Verwandte hier in Thailand leben, beziehungsweise wo die Leute selber hier leben, weil ich hab's, einmal haben sich ja zwischendurch mal ein paar gemeldet in den Kommentaren und ich habe es halt auch in der Zuschauerzahl festgestellt, dass ich dann doch im Monat so 1.000, 2.000 Zuschauer oder Views aus Thailand habe. Wäre übrigens auch ganz cool, wenn ihr euch einfach mal meldet, sprich schreibt mir mal eine E-Mail, wo ihr denn so steckt in Thailand, vielleicht sogar bei mir hier in der Nähe, wäre ja alles möglich, ja, würde mich drüber freuen, macht es ruhig mal. Gut, das sollte jetzt genug des Gequatsches gewesen sein von mir. Geht jetzt schon wieder über 16 Minuten. Ich dachte mir, das wird maximal 10 Minuten, aber ihr kennt es ja aus den Crime-Videos. Wenn ich anfange zu erzählen, dann erzähle ich. Und das ist manchmal ein bisschen zu lang. Okay, dann mache ich jetzt Schluss. Dann freue ich mich, wenn auch dieses Video ein bisschen ankommt und wenn ich da ein paar nette Kommentare dazu bekomme. Macht's gut und dann bis zum nächsten True Crime-Video. Tschüss!